Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie bereits angekündigt, möchte ich euch heute ein paar Geschenktipps für Weihnachten geben. Und ich habe das ganz bunt gemischt. Ich habe natürlich was für Babys, was für Kleinkinder und dann habe ich auch noch was für Erwachsene, für Freunde, größere Sachen, kleinere Sachen. Man hat ja oft Freunde, Arbeitskollegen, denen man nun so eine Kleinigkeit schenken möchte und dafür habe ich auch ein paar Ideen. Ich versuche euch weitestgehend alles unten in der Infobox zu verlinken und ich würde sagen, wir legen sofort los. Starten wir einfach mal mit den Sachen für die Babys. Und da habe ich als erstes zwei Sachen von VTech Baby. Und das eine, das ist dieser Tierkreisel, oder? Ja, 1, 2, 3 Tierkreisel von 9 bis 36 Monaten ist der. Vince hat den schon ein bisschen ausprobiert. Ich mach das hier mal ab. Der hat hier gestern schon fleißig drauf rumgedrückt. Hier hinten seht ihr den ein bisschen besser. So sieht der aus. Genau, und der hat ganz viele verschiedene Funktionen. Drücken, drehen und entdecken. Mit den fröhlichen Tieren und den aufleuchtenden Tasten. Über 70 Lieder, Melodien, Geräusche und Sätze. Und ja, lernen die Tiere natürlich, die abgebildet sind, Zahlen, Formen und auch Farben. Und deswegen ist der halt auch bis 36 Monate. Wie gesagt, Vince hatte da schon Spaß dran. Der wird auch garantiert ab und an mal damit spielen, wenn es wieder schläft. Und ansonsten ist das jetzt für ihr Alter genau richtig. Sie mag sowieso alles, was natürlich Krach macht und Musik macht. Hier hat man dann nochmal von VTech stehen, was das alles fördert. Für die Entwicklung ihres Kindes die Sensorik. Freundliche Farben und aufleuchtende Lichter fördern die visuelle Wahrnehmung. Dann Förderung der motorischen Fähigkeiten. Das Drücken auf den Kreisel fördert die motorischen Fähigkeiten und die Hand-Auge-Koordination. Sprachentwicklung. Farben, Formen, Zahlen und Tiere werden benannt und dadurch der Wortschatz des Kindes spielerisch erweitert. Und Entdecken von Musik und Geräuschen. Fröhliche Melodien, Sätze und Lieder wecken die Aufmerksamkeit. Also es wäre geht sowieso am besten, wenn immer irgendwo was dudelt. Also sei es jetzt irgendwie an ihrer Spielmatte oder so ein Tutut-Auto von Vince. Irgendwas muss immer dudeln. Und deswegen dachte ich, ist das eigentlich super, super gut. Hier hinten hat man dann nochmal bisschen hier, das sind halt die vier verschiedenen Tiertasten. Dann hat man diesen bunten Kreisel, wenn man da drauf drückt, dreht sich das. Man hat vier Zahlen, die auch aufleuchten und nochmal verschiedene Formen haben. Und man hat ein Quiz. Da wird dann halt zum Beispiel gefragt, findest du den Hund? Und dann muss das Kind halt bei den Tieren den Hund finden. Es gibt einen Lautstärkeregler, was ich immer super finde. Bei uns ist immer die leiseste Lautstärke eingestellt und ich finde, das reicht immer auf jeden Fall. Robustes Design ist auch immer wichtig und eine Abschaltautomatik. Genau. Und da werden halt noch Batterien benötigt, die müssen wir auch unbedingt noch besorgen. Hier sind wahrscheinlich so ein paar drin, die wahrscheinlich dann gleich leer gehen, weil Vince konnte, wie gesagt, das schon anmachen. Ich möchte es jetzt nicht, weil ich werde das dann schon lange genug noch hören. Und da werden wir auf jeden Fall noch Batterien besorgen, damit es dann die ersten Weihnachtsfeiertage ununterbrochen dudeln kann. Genau, also den verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Der ist von VTech und ich habe noch ein zweites Geschenk von VTech. Und dann haben wir noch das hier. Das ist mein erstes Kuschelbuch von VTech. Das ist von 6 bis 24 Monaten und das sind 7 weiche interaktive Seiten. Ihr seht das hier schon so ein bisschen. Mit über 50 Liedern, Melodien, Geräuschen und Sätzen. Und auch hier lernt man Farben, Tiere, Lieder und die Feinmotorik. Hier steht noch, dass man 3 Stofftasten hat. Das sind die hier oben. Die benennen Tiere sowie Farben und lösen Musik aus. Hier hat man auch den Lautstärkeregler, was ich immer super, super gut finde. Es ist sehr ansprechend, es ist aber auch unisex. Also es geht für Mädchen und Jungen, weil es halt nicht rosa oder blau gehalten ist. Das finde ich auch immer gut. Hier hinten seht ihr noch mal so ein paar Einblicke auch in das Buch. Kann ich euch auch gerne noch mal ein bisschen was zu vorlesen. Mein erstes Kuschelbuch ist ein spannendes Buch zum Lernen, Spielen und Entdecken. Der Elefant mit seinen knisternden Ohren, die weichen Seiten und weitere Spielelemente laden dazu ein, Tiere und Farben kennenzulernen, während Musik gespielt wird, von Pädagogen entwickelt und getestet. Genau, und das Gute ist halt, man kann das auch befestigen für unterwegs, an den Kinderwagen, an die Autoschale irgendwie. Das finde ich immer, das finde ich richtig gut. Sowas habe ich nämlich gesucht, weil ich wollte ein Spielzeug haben für den Kinderwagen, was halt, wenn es rausfällt, nicht verloren geht, sondern noch dran hängen bleibt. Genau, also das hier noch von VTech.
Dann habe ich noch zwei Sachen für Babys. Das eine habt ihr schon gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und zwar letztens war ich bei Primark und habe diesen tollen Pullover gekauft. Wir haben den in Blau und in Rot. In Blau bekommt ihn der Sohn meiner Freundin und in Rot zieht ihn Svea zu Weihnachten an. Ich finde das ja total süß, ne? Und dann habe ich noch was von Smoby Cartoons. Das seht ihr da oben. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und zwar ist das für die Badewanne. Das ist ab ungefähr 12 Monaten. Und das haben wir natürlich in der Badewanne getestet. Das werde ich euch jetzt hier mal so ein bisschen einblenden. Auf jeden Fall hat das super viele Funktionen. Natürlich, also die Platte, auf der das ist, die schwimmt auf dem Wasser. Die einzelnen Tiere, die können natürlich Wasser spritzen, wie das so toll ist und man das gerne möchte. Vor allen Dingen, wenn das dann überall im Badezimmer rumgespritzt wird, dann haben die auch so Saugnäpfe unten. Das heißt, man kann die auch an den Badewannenrand befestigen. Dieser Wal, der da drin ist, mit dem kann man Wasser schöpfen und ihn quasi wie als Gießkanne benutzen. Also es wird wirklich nie langweilig damit. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das ist das Badewannenboot mit einem Spritzwal. Genau, und da kann man halt, die Kinder können halt die Form erkennen von den Tieren. Vince wusste dann auch sofort, also auf der Platte ist immer das Tier abgebildet, wo man es dann draufstellen muss. Und er hat mir sofort erklärt, dass ich das falsch aufgebaut habe, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe und hat das dann richtig da drauf gesetzt. Also ihm hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir das auch im Sommer sehr gut vorstellen, wenn man das dann raus mitnimmt in so einen kleinen Pool. Da macht es bestimmt auch sehr viel Spaß, gerade mit diesem Wal, der da als Gießkanne fungieren kann. Also das hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Machen wir mal weiter mit einem Geschenk für Vince. Bei uns ist es ja so, dass von uns als Eltern jedes Kind nur ein Geschenk bekommt. Einfach, weil es dann noch so, so viel mehr gibt über die weiteren Tage. Da kommt was von den Großeltern und von den Großeltern und von den Großeltern. Und Tanten haben wir ja auch noch. Und von Freunden kommt immer noch was. Und das häuft sich dann. Das wird dann so viel. Das ist dann auch zu viel für die Kinder. Die können das gar nicht richtig aufnehmen. Und da bleibt sowieso die Hälfte liegen. Deswegen gibt es für uns immer nur eine Sache. Und das hier gibt es dieses Jahr für Vince von uns. Das habe ich durch Zufall bei Amazon gesehen. Ich hätte das gar nicht so auf dem Plan eigentlich. Und zwar ist das... ja, also erstmal ist es magnetisch und man kann hier mit Form quasi was legen. Man hat auch ein paar Stifte dabei, um was malen zu können. Wobei mir das mit den Formen und so am besten gefällt. Ist halt super, super praktisch für unterwegs im Auto, weil man das halt zusammenklappen kann. Und es ist ja auch nicht sehr groß. Also auch in den Urlaub kann man das super gut mitnehmen. Das war mir halt wichtig. Und hier steht halt alles auf Englisch. Auf jeden Fall ist es ab 3 Jahren. Und es sind ganz viele bunte Farben und das unterstützt natürlich die Kreativität der Kinder, aber halt auch, dass sie sich mit Formen natürlich auseinandersetzen. Und das hatte mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, das habe ich bei Amazon bestellt. Den Link setze ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox. Bei dem nächsten Geschenk, was ich euch zeige, pokere ich wirklich sehr, 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 sehr hoch. Aber normalerweise schaut Manu die Videos nur, wenn er selbst mit drin vorkommt. Also bete ich jetzt, dass er sich nicht gerade dieses Video anschaut, aber ich glaube eigentlich nicht. Denn ich zeige euch jetzt sein Weihnachtsgeschenk. Und zwar ist das so eine Funko-Pop-Figur. Ich weiß nicht, ob ihr diese Figuren schon kennt. Ich suche ja schon sehr, sehr lange nach der Ginny Weasley von Harry Potter. Und die ist jetzt für Manu. Das ist nämlich von Funko Pop die Football Edition. Und das ist sein liebster Footballspieler von seiner Lieblingsmannschaft. Das ist Tom Brady von den New England Patriots. Und das fand ich so, so süß und das habe ich bestellt. Es hatte allerdings eine relativ lange Lieferzeit. Es gibt aber auch Funko Pop Figuren, die jetzt nicht so selten sind. Die haben dann nicht so eine lange Lieferzeit, aber das fand ich halt richtig cool. Kann er sich dann da oben auf sein Regalteil hier stellen und dann hat er ihn immer im Blick, wenn er früh morgens aufwacht. Ja, genau, das ist halt Tom Brady. Wo könnt ihr den nochmal ein bisschen besser sehen? Hier, so sieht die Figur dann aus. Das ist halt die Besonderheit an diesen Funko-Pop-Figuren, ist halt dieser riesige große Kopf. Und es gibt halt wirklich von Sport, Serien, Buchreihen, alles Mögliche. Kann ich euch auch mal den Amazon-Link unten in die Infobox packen. Kommen wir mal zu den erwähnten Kleinigkeiten, die man so unter Freunden zum Beispiel verschenken kann. Das habe ich auch bei Primark gekauft. Das ist so eine Tafel, hier ist auch ein Stück Kreide dabei in Form eines Rentieres. Das fand ich super süß hier mit der Nase. Und da kann man halt was Liebes noch draufschreiben. Und das verschenke ich auf jeden Fall. Dann mache ich jedes Jahr einen Fotokalender für meine Schwiegereltern. Die wissen das halt schon, die kaufen sich keinen eigenen.
und die bekommen jedes Jahr einen von uns. Ich habe schon bei Thalia welche gekauft. Den habe ich jetzt mal bei Amazon bestellt, weil der mir richtig gut gefallen hat, weil der schön bunt ist. Hier oben kann man dann halt gestalten und dann hat man die ganzen Spalten. Gibt es natürlich auch mit weniger Spalten, mit gar keinen Spalten. Muss man dann halt immer gucken, was derjenige gerne möchte, der das Geschenk bekommt. Also ich weiß, meine Schwiegereltern, die müssen viel eintragen. Die brauchen so ein paar mehr Spalten. Und das hatte mir halt wirklich so gut gefallen, weil das super schön bunt gemacht ist. Und der war auch gar nicht so teuer. Den setze ich euch auch in den Info. Und das nächste, das ist echt so mein Highlight. Das ist ein Icon-Poster. Und zwar halte ich das mal ein bisschen weiter weg. Dann seht ihr das erstmal so. Das ist der, der Blitz von Harry Potter. Und wenn ich euch das dann von nahem zeige, sind da ganz, ganz viele kleine Harry Potter-Symbole, die das zu einem großen Bild zusammenfügen. Und das finde ich richtig cool. Das ist jetzt das A4-Poster. Das gibt es, glaube ich, auch noch in A3. Ich verlinke euch die Homepage, wo ich das bestellt habe, auf jeden Fall unten in der Infobox. Und es gibt auch noch das hier. Das ist jetzt so ein Fußabdruck zum Beispiel. Dann gibt es natürlich auch den Herr der Ringe. Das ist jetzt nur die Postkartengröße. Dann gibt es das hier. Sagt mir, was das ist. Star Wars, nehme ich an, oder? Das hier ist Alice im Wunderland, das ist die Grinsekatze. Also es sieht richtig, richtig cool aus, gefällt mir mega gut. Jetzt muss ich gucken, wie rum das ist. So, ich meine, das ist so. Und man hat hier so Unterwasserland, also man hat hier so Unterwassertiere und ein versunkenes Schiff. So sieht das auf jeden Fall aus. Genau, finde ich richtig cool, aber natürlich als Harry Potter-Fan brauchte ich unbedingt das. Das kommt noch in einen coolen Rahmen. Und das verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Das ist von Jennifer van Rooyen. Und das größte und schwerste Geschenk zeige ich euch jetzt. Das ist für meine Schwiegereltern. Das habe ich aus einem ganz süßen Davanda-Shop, den ich euch auch mal unten in der Infobox verlinke. Und zwar ist das ein Holzklotz, die sind auch sehr, sehr schwer, mit einem Stern, den man auch abmachen kann und da wieder reinstecken kann. Was ich super praktisch finde, wenn man das dann wieder aufräumen will. Und da habe ich hier den kleinen und hier den wesentlich größeren. Und ich fand das so schön, weil es halt nicht ein klassisches Weihnachtsmotiv ist, sondern das kann man halt wirklich über die gesamte Winterzeit auch stehen lassen. Meine Schwiegereltern haben, bevor man halt reinkommt, eine sehr, sehr große Treppe. Die ist immer entsprechend der Jahreszeit dekoriert und deswegen fand ich das halt eine schöne Idee, dass sie sich das da vorne draußen mit hinstellen können. Wie gesagt, so ein kleiner Holzpfosten und halt noch der ganz, ganz große dazu. Das werde ich auch nicht groß einpacken, da kommt noch eine Schleife drum und dann ist das fertig. Den Davanda-Shop verlinke ich euch auch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und das waren bunt gemischt meine Ideen für Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich persönlich finde es ja auch immer sehr, sehr schön, wenn man Bücher verschenkt zu Weihnachten. Also wenn euch da noch meine Top-Liste interessiert, der Bücher, die man zu Weihnachten sehr gut verschenken kann, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Dann drehe ich dafür auch noch mal ein Video ab. Ein paar der Geschenke werde ich jetzt einpacken, da nehme ich euch noch so ein bisschen mit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Verschenke ich auch wieder in diesem Jahr ganz viel Selbstgemachtes und die DIY-Videos dazu seht ihr dann auf meinem Kanal im Dezember.